Wollen Sie auch, dass die abschlagsfreie Altersrente für besonders langjährig Versicherte, Stichwort Rente mit 63 oder ab 63, abgeschafft wird? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ja, meine Damen und Herren, der VdK hat eine Umfrage gestartet und zwar ging es um das Thema, soll die Rente mit 63, die abschlagsfreie Rente nach 45 Jahren Wartezeit, Beitragszeiten abgeschafft werden, ja oder nein? Und die überwältigende Mehrzahl der Befragten, 8 von 10 Befragten, haben sich gegen eine solche Abschaffung ausgesprochen. Und zwar über alle politischen Lager hinaus besteht Grundkonsens, dass diese Altersrente für besonders langjährig Versicherte nicht abgeschafft werden soll. Es besteht auch Klarheit darin, dass vor allen Dingen diejenigen, die jetzt in diese Rente gehen wollen, viele, viele Jahre in die Rentenkasse eingezahlt haben, viel mehr als diejenigen, die zum Beispiel 2003 in Rente gegangen sind. Aktuell liegen wir bei fast 40 Versicherungsjahren, um überhaupt, oder bei den meisten zumindest, die dann in eine Altersrente gehen. Deshalb kann ich auch nur sagen, an alle Politikerinnen und Politiker in Deutschland, an alle Parteien, lasst die Hände weg von der Altersrente für besonders langjährig Versicherte. Die Menschen kriegen hier nichts geschenkt, sondern sie müssen hart für diese Rente arbeiten. Und deshalb Hände weg von dieser Rente. Und ich finde es auch gut, dass der VdK sich hier so massiv einsetzt, damit diese Altersrentenart nicht abgeschafft wird. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.